Das ist schon etwas besser. Vielleicht ist es gar nicht gespielt. Ist es. Nein, guck mal, das sind echte Tränen. Sie beherrscht die Technik. Die was? Ich meine, vielleicht hat sie sich ja wirklich in den Schauspieler verliebt und sie vögeln in den Pausen und es ist die letzte Woche des Drehs und sie weiß, dass sie schon sehr bald wieder zu ihrer lieblosen 40er-Jahre-Ehe muss und... Die Technik. Ach du Scheiße. Ja. Du kennst das einfach so auf Knopfdruck? Jahrelange Übung. Kannst du es mir zeigen? Hast du mal dran gedacht, ihn umzubringen? Nein, bisher nicht. Du könntest es in Betracht ziehen. Nein! Vor- und Nachteile abwägen? Nein! Sieh dir nur genau alle Optionen an. Ja, aber kein Mord. Ja klar, das ist ungewöhnlich, aber man kommt nur begrenzt weiter, wenn man so wie alle anderen denkt. Sieh dir Steve Jobs an. Was? Ich arbeite mit dem, was du mir lieferst. Das ist eine Kosten-Nutzen-Analyse. Du könntest so eine Menge Nutzen für viele Leute generieren. Ja, aber ich müsste für den Rest meines Lebens ins Gefängnis. Warum gehst du davon aus, dass du erwischt wirst? Wie hast du mich gefunden? Ich habe mich erkundigt. Hast dich erkundigt? Das ist echt sowas von scheiß unprofessionell. Weißt du, ich würde normalerweise unter diesen Umständen gar nichts verkaufen. Gut, dass du aufs Geschäft angewiesen bist. Darauf bin ich nicht angewiesen. Okay. Das ist eine vorübergehende Sache. Witzig. Ich musste mir für alles, was ich habe, den Arsch aufreißen. Du hast ja keine Ahnung, wo ich herkomme. Westchester. Amanda. Ah, fuck you. Du hast ja echt keine Ahnung. Gib mir 5, schlimmstenfalls 10 Jahre. Dann spielt alles nach meinen Regeln. Kapiert? Die Küste rauf und runter bin ich der Chef. Du hast eine unheimliche Freundin. Ich weiß. Das schlimmste gespielte Heulen, das ich je gesehen habe. Sie beherrscht die Technik. Die was? Die Technik. Ach du... Amanda, das ist Mark, mein Stiefvater. Wie lange bist du hier, Amanda? Meine Mom holt mich gegen Mitternacht ab. Mitternacht ist ganz schön spät für uns. Ich rufe deine Mutter an. Sie kann dich jetzt schon abholen. Sie ist beschäftigt. Womit denn? Chemotherapie. Ich fühle nichts. Niemals. Das heißt nicht zwangsläufig, dass ich ein übler Mensch bin. Das bedeutet bloß, dass ich härter arbeiten muss, um lieb oder nett zu sein. Ich schicke dich aufs Internat. Und danach zahle ich nichts mehr für dich. Du hasst ihn. Du verabscheust ihn. Schatz, du kannst doch so nicht dahin gehen. Alles bestens. Lass mich doch nur... Muss ich hier die ganze Zeit stehen wie ein beschissener Roboter und mich immer wiederholen? Alles bestens, alles bestens, alles bestens, alles bestens. Hast du mal dran gedacht, ihn umzubringen? Wie würdest du es denn tun? Was zum Teufel will denn der hier? Ich kann euch zu einer äußerst frühen Drogenerfahrung führen, die ihr für immer in Ehren halten werdet. Und was für ein Scheißer bist du? Wir wollen dir ein Geschäft vorschlagen. Hast du eine Knarre? Ich hab eine Knarre. Du hast ja keine Ahnung, wo ich herkomme. Westchester. Amanda. Du hast ja echt keine Ahnung. Wieso hast du sie dabei? Willst du sie mal halten? Nein, danke. Wie dem auch sei, du darfst nicht zögern. Das Einzige, was schlimmer ist als Inkompetenz oder Unfreundlichkeit oder Boshaftigkeit, ist nun mal Unentschlossenheit. Okay. Wollen wir? Was soll ich nur meinem Dad sagen? Setz eine Mütze auf.
Und übrigens, die behalten wir.